Wusstest du, dass uns die Serie Miraculous Ladybug bereits gesagt hat, was in den nächsten Folgen alles so passieren wird? Und niemand hat es bemerkt. Aber keine Sorge, in diesem Video zeigen wir euch die Momente, in denen die Macher uns Hinweise auf die nächsten Folgen von Miraculous Ladybug gegeben haben. You look wonderful in white, my pretty. Not convinced. I'm much more into black. Makes my eyes stand out, don't you think? Sorry, Ladybug. Seize her miraculous, my son. Den ersten Hinweis hätten wir in der Folge Tag der Helden Teil 1. Gabriel, der sich in Hawkmoth verwandelt hat, spürt Lilas Gefühle und schickt ihr einen Akuma, der ihre Armbänder infiziert. Lila nimmt das Angebot von Hawkmoth an und verwandelt sich wieder in Vulpina. Mithilfe ihrer Illusionskraft schafft Vulpina eine Illusion am Eiffelturm, die einen Kampf zwischen einer akkumatisierten Ladybug und Cat Noir simuliert. Aber aufgepasst, jetzt kommt der schockierende Teil. Die Nachrichtenreporter fangen den Kampf ein, bei dem die akkumatisierte Ladybug Cat Noirs Miraculous verlangt. Aber Cat Noir weigert sich und sagt, dass wenn Hawkmoth so sehr einen Ring wolle, dass er seinen eigenen Ring erschaffen soll. Und nach der Folge Zerstörung erschuf Monarch die Alliance-Ringe. Bei den Alliance-Ringen handelt es sich im Wesentlichen um Hightech-Geräte, die als intelligente Ringe fungierten. Der eigentliche Zweck dieser Ringe wurde vor allen jedoch verborgen. Das Superhirn Monarch benutzte diese speziellen Ringe, um die Kräfte der Miraculous auf einen akkumatisierten Schurken zu übertragen. Diese Ringe wurden durch das Einschmelzen und Umformen gestohlener Miraculous hergestellt. Auf diese Weise konnte Monarch die Kräfte seiner Schurken verstärken, ohne den Verlust eines echten Miraculous zu riskieren. Ist es nicht verrückt, dass das bereits in Staffel 2 angeteasert wurde? Der nächste Hinweis ist in der Folge Verpuffung zu finden. In der Episode Verpuffung gefährdet Monarchs Sabotage ihre Freunde und führt zu einem Showdown, in dem Ladybug schließlich auftaucht und den Frieden und die Einigkeit unter den Helden wiederherstellt. Die Geschichte endet damit, dass Ladybug und Cat Noir ihre Stärke als Team erkennen. Am Ende der Episode, als Hawkmoth eine letzte Rede hält, sagt er, dass es eines Tages nur noch ihn und sie geben wird. Und wenn man sich jetzt die letzte Folge von Staffel 5 anschaut, so sind es nur noch sie und er geblieben. Nämlich in der Folge Konfrontation konfrontiert Bug Noir Monarch in der Agrest-Villa und ist entschlossen, alle von ihm gestohlenen Miraculous zurückzuholen. Bug Noir gelingt es, Monarch zu besiegen, indem sie ihren Glücksbringer einsetzt, um ihn zu überlisten und schließlich seine Ringe zu entfernen. Im Finale ging es also wirklich nur noch um sie und ihn. Wahnsinn. Den nächsten Hinweis finden wir in der Folge Befana. In der Folge ruft Alia Marinette an und lädt sie zum Zahnarzt ein, was Marinette für einen Code hält. Aufgeregt bittet Marinette ihre Großmutter Gina um Erlaubnis, dorthin zu gehen. Gina versteht das jedoch falsch und glaubt, dass Marinette nur Ausreden erfindet, um keine Zeit mit ihr verbringen zu müssen. Gina findet heraus, dass Marinette gelogen hat, als sie sagte, sie habe die Süßigkeiten gegessen, die sie ihr gegeben hat. Hawkmoth spürt Ginas negative Gefühle und schickt einen Akuma, der in die Bonbon-Dose eindringt. Gina wird zu Befana akkumatisiert und erhält die Fähigkeit, das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen. Cat Noir begegnet Befana und bemerkt, dass ihm ihr schwarzes Outfit gefällt. Befana bietet ihm an, weiß zu tragen, aber Cat Noir lehnt ab, da ihm schwarz besser stehe. Und in Staffel 3 sahen wir Cat Noir dann in weiß als Cat Blanc. Aber nicht nur sein Outfit hat sich geändert, sondern auch seine Augen, damit sie zum Outfit passen. Ist es nicht verrückt, dass all diese Details eine Staffel vorher schon bekannt gegeben wurden? Den nächsten Hinweis finden wir in der Folge Die Quami-Jägerin. In dieser Folge kann Plague der Verlockung des Käses nicht widerstehen und wird von Frau Mendeleev gefangen genommen. Die versucht, ihn und Tiki zu fangen. Später findet Marinette heraus, dass Tiki, ihr Quami, ein Geheimnis über Plagues Unfug verbirgt. Olga Mendeleev tritt in einer Fernsehsendung auf und behauptet, Beweise für interdimensionale Kreaturen namens Quami zu haben. Ihre Theorien werden jedoch abgelehnt, was sie später dazu bringt, als die Quami-Jägerin zu akkumatisieren. Ladybug und Cat Noir konfrontieren die Quami-Jägerin, die entschlossen ist, die Quamis zu entlarven und deren Identität aufzudecken. Marinette als Multimaus nutzt ihren Einfallsreichtum, um die gefangenen Quamis zu retten und die Quami-Jägerin zu besiegen. Zurück in seinem Versteck, ein weiteres Mal besiegt, sagt Hawkmoth, dass er eines Tages alle Miraculous von Ladybug bekommen wird. Und in der letzten Folge von Staffel 4 täuschte Felix Marinette, indem er sich als Adria verkleidete und mit der Kraft des Miraculous des Hundes das Jojo von Ladybug stahl. Gabriel hat alle Miraculous gestohlen und er hat sein Versprechen somit eingehalten.
Der nächste Hinweis ist in der Folge außer Rand und Band zu sehen. In dieser Folge übernachtet Marinette in Alias Wohnung, wo Alia mit ihrer Mutter telefoniert, um sicherzustellen, dass sie und Marinette sich um Alias jüngere Zwillingsschwestern Ella und Etta kümmern, damit sie ins Bett gehen können. Während der Übernachtung vertraut sich Alia Marinette an und erklärt, dass sie, wenn sie Ladybug wäre, Marinette definitiv genug vertrauen würde, um ihre Superhelden-Identität zu teilen. Und in diesem Teil haben die Macher nämlich angedeutet, dass Alia eines Tages das Miraculous von Ladybug benutzen würde. Und in der Folge eine neue Ladybug rief Marinette vor dem Verlassen der Stadt Alia dringend am Bahnhof an und bat sie, sie allein zu treffen. Alia eilte dorthin und Marinette erklärte ihr, dass sie für das Wochenende jemanden als Ladybug bräuchte. Sie gab ihr die Ladybug-Ohrringe und die Miraculous zusammen mit einem Schlüssel. Als der Zug abfahren sollte, umarmte Marinette Alia fest und ließ sie mit dem Miraculous zurück. Später im Bus zog Alia das Miraculous von Ladybug an und sie war bereit für ihre neue Mission. Den nächsten Hinweis finden wir in der Folge Stormy Weather. In Stormy Weather stellt sich Cat Noir dem Stormy Weather. Er zieht sein Ding durch und ärgert den akkumatisierten Bösewicht. Aber das, worauf wir uns konzentrieren müssen, ist das, was er sagt. Er sagt nämlich, dass er die Kälte nicht mag und sich in seinem Badeanzug wohler fühlt. Und in Staffel 4 haben wir Adria dann mit Badeanzug gesehen. In der Folge Mr. Pigeon 72 trug Adria einen Badeanzug, weil er am Pool war, um einen Werbespot zu drehen. Dann hätten wir noch einen Hinweis in der Folge der Videodreh. In der Folge der Videodreh kam Clara Nightingale nach Paris, um ihr Musikvideo zu drehen, das unter dem Motto Miraculous mit Ladybug und Cat Noir stand. Sie war begeistert davon, die richtige Ladybug zu finden, der an ihrer Seite in dem Video auftreten sollte. Nach dem Drama, das sich in dieser Folge ereignete, gab Ladybug Clara eine Idee für die Fertigstellung ihres Musikvideos, die Clara letztlich gefiel. Diese Idee bestand wahrscheinlich darin, Elemente von Ladybugs und Cat Noirs Heldentaten in das Video einzubauen, was dem Thema Mut und Heldentum der Helden entspricht. Aber dies ist kein gewöhnlicher Videoclip. Achtet mal hier genau auf die Masken, die die Helden tragen und merkt euch das. Marinette trägt die Cat Noir-Maske, Adria und Alia tragen die Ladybug-Maske. Und in der Episode Reflect Doll hatten Marinette und Adria keine andere Möglichkeit, als die Miraculous zu tauschen, da sie während des Modeshootings vorübergehend ihre Miraculous ablegten, um Marinettes Entwürfe zu modellieren, was dazu führte, dass ihre Miraculous im Auto der Agress zurückgelassen wurden. Während Julikas überwältigender Nervosität wurde sie von einem Akuma beeinflusst, lief Amok und verwandelte sich in Reflektor. Und deshalb solltet ihr aufpassen. Als Marinette erkannte, dass sie ihre Miraculous nicht mehr rechtzeitig zurückholen konnte, ergriff sie die Initiative und benutzte selbst das Miraculous von Cat Noir und wurde so zu Lady Noir. In der Zwischenzeit holte Tiki das Miraculous von Ladybug, traf aber statt Marinette auf Adria, woraufhin sich Adria in Mr. Bug verwandelte. Und in der Folge Eine neue Ladybug hat Marinette, wie wir bereits im Video erwähnt haben, mit dem Miraculous von Ladybug auf Alia gezählt. Und sie verwandelte sich und wurde zur Superheldin namens Scarabella. Das hat natürlich jetzt die Folge, dass die Fans vermuten, dass wir Luca mit dem Miraculous von Ladybug sehen könnten. Okay Leute, das waren alle zukünftigen Hinweise, die wir in der Serie Miraculous Ladybug hatten. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und eure Ideen wie immer unten zu kommentieren. Vielen lieben Dank für euren Support. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao! All in. You can't win, Ladybug. It's just a matter of time. You won't always have someone to help you. Found you! Marinette Dupin Chang? No! Tiki Flag Unified!